Ja, moin moin, wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal und ja, ich melde mich nach etwas längerer Krankheit zurück, also eine Woche gab es ja auch kein Video, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Eigentlich dachte ich, ich hätte ein Bildchen hochgeladen, um euch zu informieren, dass es die Woche kein Video gibt, aber irgendwie, ja, dank Fieber und Gedöns habe ich das wohl anscheinend verpennt, sorry dafür. Also wenn meine Stimme sich noch ein bisschen seltsam anhört, dann liegt das daran, dass Väterchen Nörgel mich jetzt seit zwei Wochen echt am allerwertesten hatte, ne? Und ja, morgen geht die Maloche wieder los und ich wollte mal gucken, ob ich nicht wenigstens so ein kleines Video hier noch schneiden kann und eins aufnehmen, beziehungsweise, ne, damit ihr auch hier entschädigt werdet für letzte Woche. Und ja, wie gesagt, umgehauen hat's mich, macht da nichts. Ich hoffe, euch geht's gut. Im Moment kursiert's und auch relativ langfristig. Also ich habe von ein paar Bekannten gehört, dass sie auch wirklich zwei, drei Wochen am Stück gelegen haben. Und ich dachte eigentlich, ist es alles okay, so, ne, nach einer Woche, dann wird das Video wieder weg sein. Aber es ist wirklich hartnäckig im Moment, ne? Also wie gesagt, morgen geht's wieder los und ich hoffe, der Tag, der geht schnell um, weil einmal Treppe hoch, fix und fertig, ne? Also unglaublich. Ja, egal. Ihr merkt's wahrscheinlich auch bei euch im Umfeld, die Seuche grassiert. Ich hoffe, ihr seid wohl auf. Ihr fragt euch jetzt bestimmt schon, wovon redet der Mensch hier eigentlich? Was interessiert uns das? Warum ist der auf der Biscuit-Seite überhaupt? Und warum liegt hier überhaupt Stroh? Nee, das Thema, das möchten wir heute nicht behandeln. Wir schauen auf die Biscuit-Seite, weil ich über ein neues Spiel gestoßen bin, was im zweiten Quartal 24 in den USA rauskommen soll. Und zwar handelt es sich um eine weitere Star Trek-Lizenz, also um die Star Trek-Lizenz quasi. Und da durch alle verschiedenen Szenarien durch, die sollen da kommen. Also sprich, was weiß ich, wir sehen hier schon Captain Picard, ne? Aber auch Dominion und so weiter und so fort. Also Deep Space Nine und was der Teufel war. Alle, die sollen alle irgendwie da bedient werden. Und das Ganze, ihr kennt ja wahrscheinlich schon Attack Wing, was sehr nah an X-Wing dran war. X-Wing übrigens, da gibt es auch noch ein paar Sachen hier auf dem Kanal, definitiv. Ich habe ja gesagt, Old Wing werden wir öfter mal eine Runde spielen. Und ich habe noch ein, zwei Neuigkeiten, was X-Wing betrifft und Armada. Da, wie gesagt, wollen wir ja gucken, dass wir da auch was an der Kette kriegen. Aber das kommt zu einem anderen Zeitpunkt, denn wir schauen uns heute einmal kurz das, was es hier zu Star Trek Into the Unknown gibt. Und ja, die Seite ist relativ spartanisch noch mit Informationen. Wir gucken uns gleich die Bilder an. Wir schauen mal eben, was uns hier so gesagt wird. Also hier ist erstmal, dass das ein Pre-Order ist, ne? Quartal 2, 24, dass das halt nicht unbedingt dann noch kommen muss. Bla 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 bla. Was aber interessant ist, dass hier wir ein Zwei-Spieler-Spiel kriegen. Und dass da Prepaid Minis drin sind, schon mal sehr geil. Auch im Scale, also untereinander, ne? Dass die passen quasi. Command Fleets from the Galaxy's Major Factions Embark Involving Multi-Part Missions, also es wird Missionen geben, mit Commandern der Flotte, ne, sehr geil. Engaged in Tactical Space Combat, also Schlachten, also es wird gegeneinander gekämpft, while Research and Diplomacy can also lead you to victory, also sprich auch Forschung und Diplomatie können zum Sieg führen, also ich bin gespannt. Navigieren muss man auch wieder, das tut man hier auch mit Schablonen ein bisschen anders. Ich verlinke euch unten mal ein Gameplay, was ich gefunden habe, das ist ziemlich cool. Ja, und man muss sich halt strategisch positionieren, wer hätte das gedacht. So, ja, wir sollen dann uns dann hier quasi schon mal da bereit machen, ne, und so ein bisschen gehypt werden. Zwei Spieler, 120 Minuten, 14 Jahre. So, dann gucken wir mal, was wir hier überhaupt drin haben. Wir haben sechs highly detailed pre-painted miniatures. Und zwar sind das die Schiffe, ne. Sechs Schiffe sind drin, gucken wir uns gleich an, was wir davon zu sehen kriegen, weil wir haben wenigstens schon mal die Rückseite von der Box haben wir schon mal. Und ja, da haben wir an Schiffen eine Galaxy-Klasse, ne? Also sprich die Enterprise, eine Constellation-Klasse, die Defiant, dann Jem'Hadar Battlecruiser und zwei Jem'Hadar Fighters. So, drei Acryl Range Rulers, 15 Acryl System Markers, zwei Turning Tools, 12 Custom Dice, 24 Mission Cards, 30 Officer Cards, 30 Damage Effect Cards, 30 Equipment Directive and Other Unit Cards. Assorted Gameplay Tokens, Learning Guide und Rulebook und, oh, und mehr natürlich auch noch. Ja, was mir schon mal auffällt, also A, super geil, dass die Schiffe schon mal vorbemalt sind, das war ja oben schon gesagt, das gefällt mir sehr, sehr gut, dass der Maßstab untereinander passt, finde ich auch sehr cool. Wir kriegen hier Acryl Range Ruler und schon mal 15 Systemmarker aus Acryl, das ist ja sonst bei anderen Sachen nicht so üblich, da kriegt man meistens Pappe, das finde ich auch schon geil. Wir sehen, dass die Box hier mit $150
Was wahrscheinlich dann auch irgendwie 150 Mark werden wird, so um den Dreh, mit Händlerrabatt hier in Deutschland. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, 130, 140, so um den Dreh. Das ist natürlich schon nicht wenig. Ja, aber ich glaube schon, dass man dafür was kriegt. Ich würde es ja gerne größer zoomen, aber irgendwie ist das hier auf der WizKids-Seite ein bisschen dämlich gelöst. Klar, ich hätte es mir kopieren können und dann, naja. Gut, wir sehen das aber auch so soweit, würde ich sagen. Das ist die Rückseite von der Box und hier haben wir nochmal die Komponenten aufgezählt und hier sehen wir die Schiffe. Und da sehen wir wirklich, dass die Dinger schon richtig schön fertig gemacht sind. Ne? Und was richtig geil ist, wir können hier die Untertassensektion, können wir hier von der Galaxy Class, also sprich, vielleicht gibt es auch eine Schiffskarte, die dann halt die Enterprise ist, weil ich denke mal, ne, hier, wenn Nummer 1 machen sie es so und so, ne, wenn der Picard schon am Start ist, dann wird das wird es wahrscheinlich irgendwie auch mal eine Enterprise geben. Ich weiß gar nicht, inwiefern das dann mit den Schiffen funktioniert, ob das dann wie bei X-Wing oder so mit Titeln funktioniert. Schauen wir mal. Ja, dann sehen wir hier, was ich ziemlich cool finde, hier die Playerboards. Das ist wirklich ein dickes Stück Pappe. Das seht ihr in dem, gibt es hier auch nochmal zu sehen? Ah ja, die sehen wir gleich nochmal. Genau, die zeige ich euch gleich nochmal. Die sind auch ziemlich cool, wo dann die Officers auf der Seite angelegt werden und dann irgendwie so erschöpft werden können, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, hier oben sehen wir schon Cisco, ne, und natürlich mit den ganzen Charakteren aus Deep Space Nine. Sprich, wir haben hier O'Brien, wir haben Odo, wir haben den Worf, die Kira Nerys und Jadzia Dax. Und, ja, wie gesagt, die Dinger sehen schon mal ziemlich cool aus und sie sind bemalt. Wir haben dicke, fette Stands unten, das sehen wir jetzt hier im nächsten Bild nochmal. Also erstens haben wir hier, wie gesagt, schon mal die abtrennbare Untertassensektion und ich denke mal, die wird dann auch eine eigene Schiffskarte dann kriegen, gehe ich mal stark von aus in dem Moment, ne? Wenn die abgetrennt wurde, dann haben wir hier Stand, wo wir hier noch an der Seite Marker irgendwie reinpacken können oder was, dann haben wir hier transparente Halter. Und die Dinger kommen halt, wie gesagt, fertig bemalt. Über die Qualität müsst ihr selbst urteilen. Die kann man in dem Let's Play auch sehen. Aber es ist alles noch subject to change schwierig, ne? Wie das dann endgültig aussieht. Also, es sieht für mich schon ziemlich geil aus. Weil zum Beispiel hier sind auch kleine Schiffsnamen oder Typenbezeichnungen aufgedruckt. Auch hier an den Triebwerken, an den Warp-Gondeln oder so. Das ist schon ziemlich geil, ne? Kann ich nicht anders sagen. Das macht schon Sinn. Die Bases sind natürlich radikal groß und hier mit diesen vier Einschüben, ja, mal gucken, was man damit so tut. Das kann ich euch noch nicht sagen. Ich wollte euch das hier nur mal so ein bisschen zeigen und antriggern, wie das denn wohl, ob das für euch vielleicht was ist, ne? Man weiß ja nie. Ja, die Schiffe, wie gesagt, sehen schon mal geil aus. Radikale Bases dabei auf jeden Fall. Und hier haben wir dann die Schiffskarten und diese Schiffskarten, die haben wir tatsächlich, wenn man die umdrehen würde, würde man sehen, dass hier immer, wo diese schwarzen Nupsis sind, das sind quasi die Nupsis, die ihr auch bei zum Beispiel den Kommandorädern von X-Wing habt. Das heißt, ihr habt da wirklich hier eine Drehscheibe im Hintergrund, die sieht man hier ganz gut angedeutet, ne? Und da kann man dann halt Werte einstellen, das ist ganz cool, so hier oben auch und das heißt, das macht das ziemlich flexibel. An den Seiten seht ihr schon hier die Slots und hier unten zum Beispiel Tactical Instruments und so weiter und so fort. Da kann man dann Charaktere anlegen, die man irgendwie auch erschöpfen kann für irgendwelche Aktionen und. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Dann gucken wir uns hier nochmal die anderen Schiffe an. Das ist natürlich, also im Starterpack ist Federation vs. Dominion, ne? Also das ist quasi Deep Space Nine Geschichte. Der Dominion-Krieg, denke ich mal, wird da thematisiert. Und ihr seht auch, was die Fighter für eine Größe haben im Vergleich zu dem großen Pod hier. Das ist schon, ne? Auch, aber die Fighter haben die gleichen Stands wie die großen Schiffe, dann halt nur einen, aber halt, ja. Ich bin gespannt, wie sich das, ob das so bleibt, ob das noch ein bisschen gewechselt wird oder so, weil man kennt das ja normalerweise, dass die Stands halt mit der Größe der Schiffe wachsen, aber es sieht auf alle Fälle schon mal stabil aus und es ist vorbemalt. Das ist sehr geil. Den Standard, das werden wir dann sehen, wenn das fertige Produkt da ist, ne? Aber, raus aus der Box spielen, viel wert. Was spannend zu wissen wäre, ob das Ganze auch auf Deutsch erscheinen wird, ne? Und ja, dann gucken wir uns hier nochmal die nächste, also hier die Karte zu dem Schiff an. Und wie gesagt, das sind wirklich so Pappmarker. Ich würde fast, also Spieler-Tableaus, ich würde schon sagen, so DIN A5 ungefähr fast. Und wie gesagt, halt mit den Rädchen hier versehen und mit den Slots, wo man was anlegen kann. Das ist eine coole Idee. Finde ich schon schön, auch gerade, dass man das dann quasi
hier alles an einem hat und dann auch verstellen kann. Da schreit er schon quasi mit diesen Anlegekarten vielleicht nach so einem 3D-Print oder vielleicht gibt es das ja auch offiziell, dass man hier noch so ein größeres Spielerboard drumrum baut, wo man in der Mitte die Hauptkarte reinpackt und dann die Offiziere an die Seite, sodass die nicht verrutschen können oder so. Da geht bestimmt einiges, ne? Das finde ich schon ziemlich cool. Ja, das waren die Bilder soweit. Hier sehen wir den Cruiser nochmal, oder den kleinen Fighter vielmehr. Und so wird die ganze Geschichte dann grob aussehen. Also ich denke mal, wenn das jetzt wirklich ganz weit ab von dem wäre, was veröffentlicht wird, dann würden die das jetzt auch nicht unbedingt so präsentieren. Und ja, so sieht das aus. Wie gesagt, $150. Ich meine, ich habe das bei Fantasy Welt schon zum Pre-Order irgendwo mal gesehen für 135 oder 132, irgendwie sowas in der Art. Mal gucken, wann es dann wirklich kommt und lassen wir uns mal überraschen. Aber die Idee, wie das so funktioniert, sieht eigentlich ganz cool aus. Auch die, die Bewegung funktioniert anders. Ihr habt ja quasi so Vertiefung an der Seite von den Bases. Da legt man quasi so wie so eine runde Scheibe am Stiel rein und diese klassische Schablone, wie man zum Beispiel hier eine 3 gerade aus oder was bei X-Wing hat, da kommt das dann quer drauf im 90-Grad-Winkel, da ist eine Aussparung und dann schiebt man das einfach, also quasi diesen runden Nupsi, sieht aus wie eine Münze an einem platten Stiel, schiebt man das einfach darüber und stellt dann das Schiff da dran. Ne, das ist schon mal ein bisschen was anderes und ich bin gespannt, wie das Ganze sich so spielt und funktioniert. Sieht interessant aus, aber da werden bestimmt noch ein paar Videos zu kommen und wenn es da was Neues gibt, gibt es bei mir da bestimmt auch nochmal ein Video zu. Wirkt ein bisschen mal, als wäre das was anderes und so Flottenkampfschiffe, also beziehungsweise, ja, das sind ja eher Dogfights hier als Flotten, finde ich schon spannend, gerade wenn das mal wieder was Neues ist. Wie gesagt, X-Wing, absoluter Evergreen bei mir und ja, ihr seht ja meistens im Hintergrund, was da an Schiffen so rumsteht bei mir und ja, da Spoiler-Alarm, werden vielleicht auch noch ein, zwei dazukommen und Entschuldigung, wie gesagt, so ganz da bin ich noch nicht wieder. Ja, das ist auf alle Fälle, war das interessant genug meiner Meinung nach, um euch das mal zu zeigen. Da stach so ein bisschen aus dem ganzen Wust an Sachen, die man halt aus diesem Spielebrei immer hat, stach das so ein bisschen hervor und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Wie gesagt, das Ganze nennt sich Star Trek Into the Unknown und kommt bei WizKids raus. Ja, es soll natürlich Erweiterung geben, haben sie schon gesagt damals bei der ersten Vorstellung durch die ganzen verschiedenen Star Trek Serien, also sprich, es wird natürlich, also ich denke mal die Filme sowieso, es wird dann, also die aus dem, was war das denn hier, mit dem Borg First Contact, die war richtig schön, ne? die war auch richtig geil, sowas zum Beispiel die Borg als Fraktion wäre natürlich auch Hammer. Sowas in der Art, ne? Wobei der Borg-Kubus natürlich dann, wenn er maßstabsgetreu wäre, dann müsste man da wahrscheinlich schon so ein, zwei Regale für freiräumen. Aber egal. Wie gesagt, ich schweife ab. Es soll auf alle Fälle verschiedene Fraktionen durch die verschiedenen Serien und Filme geben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie auch so Leute wie Kirk hier treffen. Und eventuell Spock oder so, halt Classic Enterprise, dann haben wir die ganz neuen Serien dabei, wir haben hier natürlich Picard und ja, mein absoluter Lieblings-Captain und ich bin gespannt, was da noch so kommt, welche Schiffe da kommen und es gibt ja wirklich viele mittlerweile durch die verschiedenen Serien und ja, es soll Organized Play geben, wieder inwiefern das in Deutschland hier auch stattfindet, das weiß ich natürlich nicht und ich bin gespannt, was WizKids da aus dem Hut aus dem Hut zaubert und wie gut das hier auch zündet. Schwierig. Und ja, wir sind, wie gesagt, denke ich mal von jetzt ab, von dem Video, ungefähr Minimum noch ein halbes Jahr von dem Launch hier in Deutschland entfernt. Und ja, gucken wir einfach mal, was da noch so ein bisschen hier rüber schwappt an Infos und wie das sich dann alles so entwickelt. Gut. Jetzt natürlich interessiert mich eure Meinung. Habt ihr Interesse an so einem neuen Spiel, was ihr vielleicht auch mal ein bisschen neue Mechaniken hier reinbringt? Und ja, mit den Spielertableaus, wie gesagt, und mit der Bewegung ein bisschen anders. Ich finde das, wie gesagt, sehr innovativ, dass hier mehrere Werte variabel drehbar auf so einem Tableau sind und dann noch die Offiziere dafür angelegt werden können, die dann auch noch Fähigkeiten oder irgendwelche Ressourcen oder was der Teufel was mitbringen. Das Video habe ich nur einmal überflogen, wie gesagt, verlinke ich euch unten, das war auf einer Messe wohl aufgenommen und ja, ich habe das nur in aller Eile einmal gucken können, vor einiger Zeit, aber ich fand es schon ganz cool. So, liebe Leute, das war's, wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare, findet ihr gut, seid interessiert oder sagt ihr auch, nee, ich habe genug Krempel, interessiert mich überhaupt nicht.
Schreibt es unten drunter in die Kommentare. Ich würde sagen, viel Spaß bei allem, was ihr tut. Ich bin mal wieder raus und gehabt euch wohl. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.